Geburtstag. Ist das wirklich wahr? Das war keine große Sache. Das kann hey, das du. Wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Alles klar? Hey, ich kenn dich. Aus der Kolonie. Was willst du hier? Erzähl ich hab so einiges gehört. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Ich hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste, ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Wäre das nicht was für den Bauernhof von Benga? Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Das hat er doch vorher gewusst. Ich hab so einiges gehört. Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir. Also ich glaube, ich werde dann nochmal zu Benga gehen, weil das könnte doch bestimmt klappen. Um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Keine Ahnung. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Hey. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Du bist ziemlich abgemagert. Hey. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast ja nochmal Glück gehabt. Das ist nicht nett, wie der zu mir ist, hey. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Es war genau so, wie du sagst. Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Ich bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Na, no, bei mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Das Haus hier ist die Küche. Ja, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Ist eigentlich lustig, fällt mir gerade so auf, dass direkt vor der Küche die Schmiede ist. Interessant. Gebaut. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen. Und warte mal. In welchen Truhen rumzukramen. Das ist ein kleiner die Fehler. Nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Hier. Das da. Das da oben kommt ja Rauch raus, noch und nöcher. Und es sammelt sich ja hier. Und kann nicht entkommen. Das ist ja eigentlich falsch. Außer es würde... Ja, wobei, es ist draußen. Also wenn es jetzt nach drinnen offen wäre, wäre kacke. Aber so geht's vielleicht tatsächlich hier oben raus. Ich wundere mich über gar nichts. Ja, das kann schon sein. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen wir fast alle in Onas Haus. Oh, du hast einen Käse. Komm, den Käse kaufe ich da ab. Danke. Pfeife morgen gleich rein. So. Hey, ich verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Ist das nicht ein bisschen heiß, Bennett? Wie du da gerade so dran stehst? Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Söldnergürtel. Mhm. Nein. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffe schmiedet. Du kennst dich doch nicht mal mit den Grundlagen aus. Lerne erstmal ein ordentliches Schwert zu schmieden. Dann sehen wir weiter. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Klar, das kostet aber eine Kleinigkeit. Ach, er kann mir das sagen sogar beibringen. 30 Goldstücke. Interessant. Nimm mal, wir wissen, wie viel das kostet. Und das war noch verdammt günstig. Wir können anfangen, sobald du soweit bist. Zwei Lehrpunkte. Dafür, dass ich schmieden kann, ist eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Ich überlege gerade. Ich könnte mir dann halt später auch selber eine Waffe herstellen, wenn ich das dann soweit lernen kann. Wobei man, glaube ich, nur Erzwaffen schmieden kann, wenn man sich einer Fraktion anschließt, die einen Schmied hat, die Erzwaffen schmieden kann, glaube ich. Das ist klar. Das war schon wieder geistiger Dünnfiff gerade. Was für Waffen stellst du her?
Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus dem Erz habe ich dabei. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Hey, Bennett. Bennett. Lass uns mal abwarten. Schau mal. Hier. Guck mal. Da unten auf dem Boden. Hey. Wo hast du das denn? Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ja, ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Ja. Nein. Was fragst du dann so dämlich? Ja. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Bring mir bei, wie man ein Schwert schmiedet. Ganz einfach. Besorge dir ein Stück Rohstahl, halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Achte vor allem darauf, dass die Klinge nicht zu kalt wird. Du hast immer nur wenige Minuten Zeit, an deiner Waffe zu arbeiten. Den Rest findest du schon raus. Reine Übungssache. Okay. Was sagst du jetzt da? Solange du keiner von uns bist, wird... Ja, dachte ich mir. Okay, gut. Aber dann machen wir das doch mal. Generell ist das hier auch... Okay, jetzt hat er sich hingestellt. Schwert. 40, 30. Ja, das ist genau das, was ich trage. Dachte ich mir schon. Hodges, kannst du mal von dem Schleifstein weggehen? Heißt das nein? Hodges? Ja. Das bringt nichts, ne? Man konnte hier Waffen nicht schärfen. Nee. Hodges, beruhig dich. Steck die Waffe weg. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Pass auf deinen Rücken auf! Das war, glaube ich, der. Wie ist die Lage? Der war ja am Schluss nicht mehr so glücklich mit mir. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Aber er hat eine andere Synchronstimme. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Ich hab da schon eine Idee. Was soll ich machen? Ich verprügel Bulko. Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Welche der Söldner gehören zu Silvio? Raul, Sentenza und Bulko. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Mhm. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Fester habe ich, also bin ich eigentlich schon fertig. Entweder neutral oder auf Lees Seite. Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. So, wie du sagst. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisende überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen.
Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Okay. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Nicht mit Absicht. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich habe noch nicht mal mit Lee geredet. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? 520. Was mich jetzt nur kurz interessiert, deswegen teste ich das. Okay. Habe ich richtig in Erinnerung, dass er unsterblich ist? Also man kann ihn hier noch gar nicht verprügeln. Hey, du! Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, dann müssen wir noch mal darüber reden. Aber du hast gerade gesagt, es gibt nichts, worüber wir reden könnten. Du hast mich angelogen. Erstmal ein Fleisch essen. Lecker schmecke. Spaßendecke. Ulko. Boah, das sieht cool aus. Mit den Sonnenstrahlen, die dann noch ein bisschen rausgucken. Sag mal, wo ist denn der jetzt? Steck die Waffe weg. Ah, da ist er. Los, im Regen ein Duell. Mann gegen Mann. Bitte one-shotte mich nicht. Aua. Okay. Dem hast du es gezeigt. Okay, der macht immer zwei Schläge. Da muss ich drauf aufpassen. Er ist auf jeden Fall deutlich stärker, als ich es jetzt gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Da kommt er. So. Ist doch. Okay. Zeig's ihm! Vorsicht! Schlag zu! Schlag zu! Ah. Bleib dran! Manchmal funktioniert das mit dem Blocken nicht. Obwohl ich's drücke, macht das nicht. Dem hast du's gezeigt. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Er wird sich jetzt wahrscheinlich heilen, oder? Tatsächlich nicht mal. Habe ich noch eine Heilung? Ja, aber ich habe keinen Mana. Okay, dann muss es jetzt schnell gehen. Ich hoffe, ich kann ihn nochmal herausfordern. Ansonsten muss ich halt doch laden, dann schaffe ich ihn noch nicht. Warte mal. Steck die Waffe weg! Die Hausen! Mein Gott! Na super. Jetzt kommen wir hier raus, oder? Oh, okay, hab's rausgeschafft. Okay, wo ist er jetzt schon wieder hin? Hallo? Ulko? Das hat er doch vorher gewusst. Ich glaube, der hat Intelligenz auf Maximum geskillt. Kommt nicht mehr aus dem Haus raus. Hallo? Da hinten ist er. Sag mal was. Oh, der hat jetzt meine Waffe an, oder? Ich glaube, der hat meine Waffe jetzt an. Genau so, wie du sagst. Hat der jetzt meine Waffe an? Ja, hat er. Er hat jetzt halt einfach mehr Reichweite. Ich habe aber auch nicht einmal gekrittet. Ja, nie wieder mich anzugreifen.
Jetzt fehlt halt nicht mehr viel, aber es ist... Noch nicht mal Gold? Echt ganz schöne Ressourcenverschwendung. Aber ich habe gerade auch überhaupt nicht gekrittet und dadurch, dass er jetzt meine Waffe hat, hat er so viel Reichweite wie ich und das ist echt unangenehm, dass er das hat. Lieber Bulko, unser Kampf ist nicht vorbei. So, komm mit raus. Wo hast du das denn schon wieder her? Easy, first try. Gib mir meine 1200 Gold wieder. Jetzt ein bisschen Teabaggen. Ist das bescheuert? Oh, schön. Gut, schauen wir mal, was er sagt, wenn er aufsteht. Weil eigentlich habe ich ja zumindest erstmal verloren. Frech, dass der da noch meine Waffe gezogen hat. Warte mal. Hör zu, du hast. Ja, okay, zählt. Dann müsste ich jetzt eigentlich mit Jarvis reden können. Und ich speichere und lade mal, weil die Musik ist einfach schon wieder gone. Also nicht Gordon, sondern Gordon. Das hätte ich dir vorher sagen können. Nee, hättest du nicht. Musik bleibt weg. Gut. Tschüss, Musik. Have a great time. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Ich habe Bulko besiegt. Hab ich mitgekriegt. Reife Leistung. Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Danke. Gut, dann... Was machst du hier in meiner Küche? Entschuldigung. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen also, sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, mich bitte nicht so eindringlich ansehen. Oder generell alle hier gerade. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Teil. Dazwischen hauen. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hey! Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Gibt's nicht? Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Du Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Also Bulko habe ich schon mal verprügelt. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Ja, ja, halt die Klappe. Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Ich sag mal, hier iss erst mal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Bist du in den Wechseljahren oder was ist mit dir? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen Eintopf. Ich will aber den Topf auslecken. So, hast du jetzt was zu sagen, dass ich Bulko verprügelt habe? Ziemlich viele Leute reden über dich. Ziemlich viele Leute reden über dich. Ziemlich viele Leute reden zu viel. Hey Arschloch. Wie sieht's aus? Hab ich dir erlaubt, mich anzusprechen? Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz. Thekla hat ein Problem mit dir. So? Was hat die gute Frau denn? Und warum kommt sie nicht selbst? Das weißt du verdammt gut. Warum unterhältst du dich nicht ein bisschen mit meinem Freund Bulko darüber? Ich glaube, der möchte sich nicht mehr mit mir unterhalten. Was denkst du über Lee? Oh, er ist ein guter Kämpfer. Ich würde mich nie mit ihm anlegen wollen. Außer natürlich, es lässt sich nicht vermeiden. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre.
Hey, Arschloch! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich mit dir auf ein Duell einlasse. Kriech wieder unter deinen Stein. Meinst du, mir geht das besser? Ach ja. Ich bin auch noch klar. So, ich muss dir ganz kurz was gucken nebenbei, aber ich hab alles. Gut, dann würde ich jetzt tatsächlich schlafen gehen, weil ich denke, das könnte die Musik auch wieder spawnen lassen. Also von mir hatte das nicht. Von mir erfährt keiner was. Doch noch gekriegt. Das hätte er auch selbst wissen. Von mir erfährt keiner was. Oh, verdammt, was ist los? Nein, ich glaube, im Rest der Folge haben wir keine Mucke mehr. Also ich weiß, was sie definitiv zurückholen würde, wenn ich mich teleportiere, / in ein Gebiet gehe, was andere Musik hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo hier der nächste Triggerpunkt wäre für eine andere Musik. Hallo, schönes Kind. Na, wo haben Sie dich denn laufen lassen? Hey. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ich will ja selbst hinter ihm her wäre. Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt dein Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du ja alle gegen dich. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Schade, ich hätte gehofft, ich kann bei ihr Taschendiebstahl machen. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Wieso klang das bei beiden gerade so dermaßen nach Sexy Time? Komm, die zwei Äpfel nämlich. Ist eigentlich lustig, dass die Äpfel 8 wert sind und 3 heilen, ne? Das wollte ich nur mal so in den Raum werfen. So als kleiner Funfact. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Ich habe dir jede Menge verkauft. Und womit handelst du jetzt? Na, mit Sumpfkraut. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal ein. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Kann man ihn denn darauf ansprechen? Das müsste er sein, oder? Ja. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben, aber jetzt ist Schluss damit. Das klang gerade richtig wie so ein kleines Kind. Jetzt ist Schluss damit, In der Stadt Menno. Ist von Bauernaufstand die Rede. Unsinn. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Aber Ona ist nicht mehr bereit zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Man darf halt nicht alles glauben. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen, aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Ich habe noch eine Idee, wie ich die Musik noch zurückholen kann. Warte mal. Aufhören! Sofort! Wollt ihr wohl damit aufhören?
Es kommt nur Wollt ihr damit aufhören? Hier wird nicht gekämpft. Lasst dir das eine Lehre sein. Es hat jetzt nicht ganz geklappt. Ich dachte, ich kriege ihn vielleicht schneller tot. Aber ich mach's jetzt gleich nochmal. Dann wird das, was ich will, funktionieren. Deine Waffe nehme ich mal mit. Auch wenn er jetzt weg ist, den ich so low gemacht habe. Interessant. Ist der weggerannt? Normalerweise machen die das ja eigentlich nicht. Man darf halt nicht alles glauben, was man auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Das ist echt erstaunlich. Er ist einfach weg. Das ist jetzt halt echt ärgerlich, muss ich sagen. Das höre ich zum ersten Mal. 280. Steck die Waffe weg. Steck die Waffe weg. Steck die Waffe weg. Kluges Kerl. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Das, was ich machen will, klappt gerade nicht. Das ist echt ärgerlich. Da muss man mal kräftig dazwischen hauen. Gut, dann machen wir es so. Etwas drastischer, aber das wird funktionieren. Scheiße. Ich find's gut, wie er einfach dran steht und nichts macht. Los, Torloff, du schaffst das. Töte mich. Ich glaube an dich. Ist das alles, was du kannst, Torloff? Also, ich weiß ja nicht. Das ist jetzt nicht die krasseste Vorstellung, die du hier ablieferst, dafür, dass du eine fette Rüstung und einen fetten Zweihänder hast. Okay, am Schluss. Erb, Mörder! Oh. So, manchmal hilft das. Jetzt bin ich tot. Gold, das ist schon mal meins. Ja. Und schon ist die Musik wieder da. Lustig, oder? Da muss man mal ganz kräftig dazwischen. Kommt jetzt hier auch wieder? Nein, hier kommt jetzt nicht wieder. Lustig. Okay, warte mal, wenn wir das machen? Einfach das Intro nochmal abspielen? Okay, die Musik ist einfach dead. It is what it is. Ist ja nicht so schlimm. Ich versuche nur immer die eindeutigen Triggerpunkte rauszufinden, wie man das forcieren kann. Mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Ich will mich Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er es. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ja! Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Ich glaube, hätte ich ihm vorher das Sumpfkrautpaket gegeben, hätte er gesagt, Digi, auf dich ist Verlass. Können wir so lassen. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Machst du noch was außer Rauchen? Was rauchst du da? Zurzeit nicht! Klar. Oh, das Zeug knallt ganz schön. Oh yeah. Wo hast du das Zeug her? Alter, das Bild. Ich hab so meine Quellen. Mhm. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen. Hast du was dagegen? Mir egal. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Alter. Hast du was damit zu tun? Nein. Super kurz. Nein. Das wird sich nie ändern. Das erinnert mich jetzt an Odyssey. Wie war denn das nochmal? Da hat einer sein ganzes Geld verspielt. Und
Dann hat er einfach nur ganz schnell irgendwas hinterhergeworfen, so von wegen, und jetzt hast du nichts mehr. Und er so, nein. Also irgendwie so ganz schnell, und das war so gut einfach. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ich hab's schon, aber... Ich prügel es aus dir raus. Ich prügel's aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Oh, das glaube ich dir sogar. Nimm erst mal einen tiefen Zug. Nee, nee. Der arme Kerl kann einem leid tun. So machen wir das nicht. Ich hätte das. Boah. Also diese nach vorne Angriffe sind nicht gut gegen solche Gegner. Also diese Kombo davon meine ich jetzt. Stängel, Eintopf, Bogen, ja, gut, nichts Besonderes. Ich könnte eigentlich auch mal den Eintopf von hier essen, der gibt nämlich einen Stärke. Das will doch keiner wissen. Doch, das will jeder wissen. Hör auf. Ja. Sogar ein bisschen länger, wenn man es genau nimmt. Minimal, aber nur. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Wo ist das Paket? Okay, okay, okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Es war am Hafen. Es gibt doch nur noch mehr. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Du brauchst doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Also er sah ungefähr so aus wie ich, zumindest von der Rüstung her. Und ich glaube, er hatte sogar ein grobes Breitschwert an. Also fast die gleiche Waffe. Hey, du! Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werd verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werd erstmal ein paar drehen. Es gibt lustigerweise auch immer so eine Denkpause gerade, also nicht nur bei mir, sondern bei den Dialogen, dass das manchmal etwas dauert, wenn es von einem zum anderen Charakter springt oder von einer zur nächsten Dialogzeile. Wer? War es dieser Bodo? Nein, es war einer von den Söldnern. Dar. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen, er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt! Oh, das wird jetzt schön. Er wird ihm jetzt einfach einen Schlag verpassen und das war's. Ja, immer feste drauf! Das war ja eine kümmerliche Vorstellung. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Warte mal. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Du hast das da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, das tat gut. Ich schätze ihm nicht so. Was geht der kleine Penner auch an meine Truhe? Das nächste Mal werden wir ja sehen. Oh Mann. Wegen des Sumpfkrauts. Du hast mir mein Paket zurückgebracht. Jetzt wird alles wieder gut. Dass ich für dich stimme, ist ja wohl klar. Ich glaube, es könnte aber sogar sein, in... Weiß ich nicht. Ein weit entfernten Universum hat da so viel Glück, dass er diesen Kampf sogar gewinnen kann. Mich würde es halt interessieren, ob es da einen Dialog dafür gibt, wenn da gewinnt. Ich kann das nicht mehr hören. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Irgendwann muss das ja so kommen. Das ist nichts, was ich will. Kameradenschwein, du hast Zeifer erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ich werde den Teufel tun, für dich zu stimmen. Puh. Aber, weil mich das jetzt echt interessiert. Ich habe ein Autosave gemacht, oder? Irgendwie. Nein, ein Quicksave meine ich. Aber irgendwie sehe ich keinen Quicksave gerade. Es wäre keiner da. Ja. Okay, ich möchte ganz kurz was testen. Bitte nicht böse sein. Ich cheate jetzt ganz kurz, weil ich das testen möchte. Added Abilities, 18 Bazilliarden Leben und seine Stärke ebenso, dass er Cypher gleich einfach one-shottet. Bekommst von mir noch das da, was eine total strange Waffe ist, aber ist ja wurscht. So. Jetzt wird Cypher den Kampf definitiv verlieren. Und wir finden, wieso bin ich jetzt bekifft? Und wir finden definitiv raus, ob Cypher einen Dialog hat, wenn er gegen Dar verliert.
Ich glaube nicht. Ich glaube, egal wie der Kampf ausgeht, kann man mit ihm reden. So von wegen, hey, krasser Kampf. So, schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass es keinen Dialog gibt, aber es interessiert mich jetzt halt. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass ich das jetzt kurz... What the fuck? Ausprobiere. Wieso hat er da besiegt? Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Daran wird sich nie etwas ändern. Okay. Ich glaube, ich muss nicht nur Dars momentanes Leben, sondern auch sein insgesamtes Leben erhöhen. Ist doch wahr. 3, 4, 3, 2. So, volles Leben. Attribut 18.000 Stärke. Es gibt doch nur noch mehr. Oh mein Gott. Du hörst auf zu kiffen, bitte. Und schon anders mal weiter kiffen. So. Ich entschuldige mich für diesen Exkurs, den wir hier gerade unternehmen. Aber das interessiert mich gerade echt. So, jetzt müsste er aber wieder sein Leben haben. Also sein Leben, was ich ihm hergecheatet habe. Ja. Das ist jetzt ein Raid-Boss, sei von viel Spaß. Er muss nur einmal treffen, dann war es das für Cypher. Jawoll! Parier doch! Ja, was hast du jetzt davon? Jetzt bin ich echt gespannt, ob Cypher einen Dialog hat. Gold, du Held. Wie er sich jetzt wen lustig macht. Die Waffe nehme ich mal besser an, Mick. Also das Leben von ihm, er ist einfach ein fucking Endboss in einem MMORPG. Ich glaube nicht mal, der Befehl Kill würde ihn jetzt töten. Ja, das macht fast keinen Schaden an ihm. Lustig. So, was sagst du jetzt? Warte mal. Oh, er sagt gar nichts. Okay. Aber er sagt wenigstens nicht, dass er ihn besiegt hat. Er sagt wenigstens nicht, dass er ihn besiegt hat. Das ist gut. Interessiert mich nicht. So. Dann quatschen wir noch mit Torloff. Was guckst du so, hä? Alter, der hat Gommes Gesicht. Der Typ hier. Wem man noch glauben kann. Was willst du von mir? Hey, sei doch nicht so. Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden, eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Bis Cypher hier rüberguckt. Einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Das ist ein Gespräch. Also komm mir nicht so. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Ich fühle mich halt echt beobachtet. Cypher. Viele Kämpfer sind sehr schwach, guck, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Nein. Was quatschst du mich dann voll? Hey. Mann, die sind alle so unfreundlich. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Ins Haus. Okay. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee. Da war wieder die Denkpause. Was willst du von ihm? Ich will mich den Söldnern anschließen. Aha. Frisches Kanonenfutter. So dann geh mal rein. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Aber vor allem lass Ona in Ruhe. Er steht nicht drauf, wenn man ihn unaufgefordert anquatscht. Schon gar nicht bei Typen wie dir. Ich wundere mich das nicht. Alle Klärchen, Pupärchen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hallo, Khaled. Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Okay, bis dann, Diego. Man weiß gar nicht mehr. Na, Jungs? Alles gut bei euch? Stramm stehen. Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Gorn hat von mir erzählt? Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Klar.
Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Der hat sich mit Absicht fangen lassen. Der wollte zurück ins Minental und Leute klatschen. Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Was willst du von den Paladinen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Also Xardas hat mich auf eine Mission geschickt. Er will, dass ich ein mächtiges Amulett beschaffe. Das Auge Innos. Du bist also noch immer mit diesem Dämonenbeschwörer im Bunde. Verstehe. Und die Paladine haben dieses Amulett. Soviel ich weiß, ja. Ich kann dir helfen, zu den Paladinen zu kommen. Allerdings erst, wenn du einer von uns bist. Wie kannst du mir helfen, zu den Paladinen zu kommen? Vertrau mir. Ich habe einen Plan. Und ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Ich bringe dich zu den Paladinen und du tust mir dafür einen Gefallen. Aber zuerst schließ dich uns an. Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es so weit ist. Das immer so einfach vor. Ich will mich euch anschließen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann hier jeden fähigen Mann gut gebrauchen. Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe, machen nichts als Ärger. Du kannst im Grunde direkt Bande anfangen. Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild. Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Und dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür ist, dass du mitmachst, kann ich dich aufnehmen. Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Er ist ein sehr ungeduldiger Zeitgenosse. Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird. Rede mit Torloff. Er ist meistens draußen vom Haus. Er wird dich auf die Probe stellen. Wenn du dabei nicht versagst, hast du dir schon einen großen Teil des nötigen Respekts verdient. Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst. Irgendwann musste es ja so kommen. Was weißt du über den Ring des Wassers? Das hätte ich mir ja denken können. Du musst dich natürlich wieder überall einmischen. Hey. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nur am Rande damit zu tun. Ich weiß, dass es hier diese Untergrundgilde gibt und dass die Wassermagier dahinter stecken. Seit dem Fall der Barriere bin ich nicht mehr an das Abkommen gebunden, das ich damals mit den Wassermagiern eingegangen bin. Wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich auch heute noch. Aber meistens habe ich meine eigenen Probleme und kaum noch Zeit für andere Dinge. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann solltest du vielleicht besser mal mit Kort sprechen. Er ist einer von ihnen, soviel ich weiß. Für einen Außenstehenden aber trotzdem viel Hintergrundwissen, sag ich mal. Okay, dann quatschen wir jetzt nochmal mit Torloff. Der stellt uns auf die Probe, indem wir die Liste von Ian holen müssen aus der alten... Ach nee, es war was anderes. In dem Sinne.